Willkommen meine Freunde zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht es in der Champions League gegen Chelsea. Das Spiel ist eigentlich ohne Bedeutung für uns, denn egal wie dieses Spiel ausgeht, wir bleiben Zweiter. Wenn diese Fehler nicht mehr machen, nein. Möglich ist alles. Müssen uns konzentrieren. So, also, wir können es gleich nochmal an der Tabelle sehen. Egal wie dieses Spiel ausgeht, wir bleiben Zweiter. Hier 10 Punkte, Chelsea 15, Olympique Lyon 3. Und Embolo hat sich nebenbei Spieler des Novembers geworden. Das freut mich für ihn. Ja, dementsprechend habe ich auch unsere Startelf rotieren lassen. Das ist sie. Gut, würde ich sagen, gehen wir rein. Carsten ist im Tor, das erste Mal in dieser Saison. Und mal wieder ist hier Regen, darauf habe ich aber jetzt keinen Bock. Quatsch, nicht Teammanagement, sondern anpassen, ne? Hat Chelsea eigentlich noch seine rosanen Trikots? Was soll eigentlich diese schwule Zeichen da, diese drei? Ja, können sie doch auch ein Alternativ spielen, oder? Und wir... Sollen wir in Schwarz spielen? Oder mal in Blau? Nee, wir spielen in Grün. Hä? So, und Chelsea... So, hier spielen, genau. So, jetzt wollte ich Spieleinstellungen. Kein Regen, sondern heiter. Und dann legen wir los. Auf geht's. Champions League Spiel, letztes Gruppenspiel in dieser Saison. Ja, natürlich wollen wir eine Revanche. Denn... Dieses 2:1 war, ja, unglücklich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe FIFA-Fans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Gut. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Busch. Also wir in die Vorrunde der UEFA Champions League ist unserer B11 Fragezeichen. In der Vorrunde. Wolfsburg gegen Chelsea. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Müssen auf Sieg gehen. Hä? Was redet Buschmann da für wirres Zeug? Was für einen auf Sieg gehen? Das stimmt ja mal überhaupt nicht. Hier muss keiner auf Sieg gehen. Ah, den bekommt ja schon nicht mehr, schade. Chelsea nimmt hier aber das Heft in die Hand. Alexandro am Ball. Gastgeber stehen in der K.O.-Runde, aber sie werden heute trotzdem nochmal alles geben. Ja, das ist wichtig. Bleibt ja auch immer die Frage, nutzt du so ein Spiel, um dich auszuruhen oder aber, wie viele Trainer sagen, einfach weitermachen, den Rhythmus beibehalten. Oh, was ist das für ein Pass schon wieder? Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. So, Akasao. Bakayoko. Ah, ja, Chelsea schnürt uns jetzt hier richtig hinten ein. Ein guter Block. Entschlossen geklärt. So, jetzt vielleicht mal Almada. Ah, verliert er den Ball. Das geht dann auch zu einfach. So, jetzt der lange Ball, Reece James, den hat... Sie bekommen den Abstoß. Aber krass. Ich glaube, ich mache mal lieber einen weiten Abschlag. Eine reizvolle Partie ist das in der UEFA Champions League. Denn Chelsea ist ein Team, das die europäische Ebene, den europäischen Wettbewerb sehr ernst nimmt. Jedes Jahr eins der Hauptziele. Oh, hier war schade. Wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Oh, Akasao.
Conte. Ja, ich glaube, der Ball ist ein Tick zu weit. Na, Carsten war aufmerksam. Der 21-Jährige. Wie lautet deine Prognose für Timo Werner im heutigen Spiel? Also vor dem Tor im Moment keine Aufmerksamkeit. Ah, ja. Chelsea ist hier im Moment deutlich besser. Das sieht man. Ah, und dann kommt der passt denn da auch nicht an. Das ist mal wieder. So, vielleicht jetzt mal. So. Und Scherzi bisher mit keinem guten Spiel, folgerichtig auch noch kein Tor für die Blues. Also ich finde, Scherzi macht hier ein sehr, sehr gutes Spiel. Bloß die Torgefahr geht halt noch nicht so richtig auf. Das wäre jetzt vielleicht mal Reece James, ja. Zurück auf Alexander. Spielt ja heute gegen seinen ehemaligen Club wieder. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor mangelbar. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Aber oh, wieso macht da Reece James den Laufweg nicht mit? Chelsea verliert den Ball. Es gibt ein Tor im Parallel. So, Almada. Mit dem 1-0. Zwar unverdient, aber. Der Treffer kommt hier aus dem Nichts. Bordus mit der guten Vorbereitung, aber Almada hier auch mit der Ballbehandlung. Feinste Sahne. Und wir führen hier 1-0, kommt sehr, sehr überraschend, wie auch schon im Hinspiel führen wir hier 1-0. Das vor der Halbzeit könnte vielleicht nochmal. Oh, Bordus. So. Akansau. Jo, wir führen zur Halbzeit. 1-0. Wie gesagt, der Treffer kommt. Jetzt will ich mir mal die Ballbesitzstatistik ansehen. Einstellung. Kann man das denn hier sehen? Spielinfo da. Ja, 40% Ballbesitz. Das muss auf jeden Fall besser werden. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach. Aber ich habe schon mal gesehen, bin ich ehrlich. Ich dachte irgendwas bei 30. Aber das ist für ein Heimspiel natürlich inakzeptabel. 40% Ballbesitz. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. So, das wird sich jetzt auch ein bisschen ändern, weil ich jetzt nämlich auf Ballbesitz gehe. Adam Logic. Ja, aber dann müsste so eine Pässe natürlich ankommen von Kamera. Das war natürlich extrem wichtig. So, wir wechseln jetzt mal, finde ich. Oder? Ne, wir wechseln noch nicht. Conte. Wo war das mit dem Foul? Naja. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Arkansas. Wolfsburg kommt. Ja, Werner überholt uns hier gleich. Ja, ich verschade. Boah, du's. Ja, ja, kann sich dann nicht durchsetzen. Schade. Tiemwe Bakayoko. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich. Wo war das? Das war eine 1A-Ball. Ein 1A-Ballgewinn. So, Almada geht. Und. Ja, komm, Stefanjuk darf nochmal rein. Nummer 3 für Olympique Marseille. Neuer Spielstand damit, also 3-0. Gespielt sind 59 Minuten. Danke für das Update.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ah, Höver, der ist da ziemlich weit weg. Die Flanke wird ja, kann dann aber da gut hier blocken. Und Azpilicueta. Stefan, der muss hier mal mitmachen. Jetzt der Vorstoß. Timo Werner. Chance auf den Ausgleich. Ja. Irgendwann musste das Tor ja fallen, ne? So, wir wechseln nochmal. Ich würde sagen, hier, der neue Mann kann mal kommen. Unser, wie heißt das? Unser Jugendspieler, genau. Jascherin geht, unser Jugendspieler kommt. Die Nummer 25. Ist jetzt verloren. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga. Und dann wechseln wir jetzt nochmal. Wer kommt denn jetzt? Ja, ich würde eigentlich ganz gerne Foden bringen, ne? Oder kommt die La Viga? Oder Wagnermann kommt für Reece James, machen wir das so. Ja, für den VfL Wolfsburg. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und logisch, da sind wir natürlich auch wieder mit dabei. Gut und fair, das Tackling. Chance eventuell zum Eckball. Bei dieser Ecke. Sie wechseln aus. Ersten Eckball, lange Pfosten. Die Ecke kommt. Der Kick kommt aber nicht hin. Jetzt muss da unser neuer Mann hin. Ja, geht da gut. Ja. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Ballverlust von Chelsea. Oh, gut, das Zuspiel da von Wagnermann. Und der macht das überragend. 2-1. Gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Richtig, und der Winkel, ich dachte, der Winkel wäre hier schon viel zu spitz gewesen. Aber Adam Horschleck, gut, dass wir den drin gelassen haben. Bakayoko. Ja. Unser neuer Mann hat hier die gelbe Karte. Erstes Spiel gleich und dann schon gelb, aber naja. Vorteil für den FC Chelsea. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste. So, Stefan, ja, jetzt hat er mal ein bisschen Platz. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Der Ball kommt nicht durch. Ah, schade. Abgeblockt. 6 Minuten haben wir hier noch. Es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. 2-1 steht's. Wer ist der nächste Gegner, Buschi? Der kommende Gegner von Wolfsburg heißt Hertha BSC. Und Bordus, macht er jetzt vielleicht auch noch sein Tor? Macht er die Entscheidung? Nein. Abgeblockt. Schade, aber das Spiel wird offener, man merkt's. Ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Tut jetzt vielleicht nochmal, jetzt sind wir relativ sehr, sehr offen. Aber jetzt stehen wir eigentlich halbwegs wieder gut. Oh, Wagnermann macht das gut. Wagnermann ist im Moment richtig gut drauf, finde ich. Oh, jetzt werden sie wechseln. Die Nummer 4, Alex Sandow. So, Havertz, der Deutsche nochmal. Ja, wir gewinnen 2-1. Haben also die Revanche gewonnen. Sehr, sehr gute Teamleistung. Dafür, dass das in Anführungsstrichen eigentlich nicht unsere erste Elf ist, finde ich, haben die Jungs das echt ganz, ganz gut gemacht. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Nächstes Spiel. Das entschlossenere Team würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe der Mannschaft auf jeden Fall vertraut. Ich danke Ihnen. So. Ja, dann.
Aua möchte gerne was. Das lesen wir uns gleich mal durch. Was er denn zu sagen hat. Turnierpreisgeld gibt schon mal 24 Millionen. Ach so, weil er jetzt nicht gespielt hat, deswegen, oder wie? So, jetzt geht's gegen die Hertha. Die sind im Moment 13. Die wechseln jetzt aber natürlich durch. Embolo, na klar, kommt wieder rein. Hier wird auch Aua wieder kommen. Sessegnon. Brekalo. Mbappé. Ja, ich bin am überlegen, ob ich vielleicht doch Wagnumann reinnehmen sollte. Wobei Carsten hat eigentlich auch richtig gut gehalten, ne? Wollen wir Carsten nochmal eine Chance geben? Wir geben Carsten nochmal eine Chance, oder? Ja, ich finde, der hat gut gehalten. Ganz im Ernst. So, Stefaniak jetzt erstmal raus. Bordus auch. So, Jascherin. Und bei Almada hat das Tor gemacht, ne? Gut, machen wir das so. Gut. Dann gehen wir so in die Partie, würde ich sagen. Warte mal. Stimmt. Hier muss sich ja nur was ändern. Und Florentino, die kommt natürlich wieder. So. Alles klar. Jetzt geht's gegen die Hertha im Olympiastadion. Und ja. Dann mal gucken, wie es da läuft. Im Moment haben wir einen Lauf. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mit Carsten nicht Risiko eingegangen bin, aber er hat einfach gut gehalten gegen Chelsea, ne? So, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Bundesliga-Top-Torjäger mit 14 kann auch heute wieder treffen. Bundesliga-Toren ist natürlich sehr, sehr gut. Willkommen, so Leute, lasst doch gerne eine Bewertung auf das Video da, würde mich natürlich freuen. Aber jetzt Fußball. Oh, Todibo, gute Stellungsspiel da. Oh, Brekalo kommt da ein bisschen ins Straucheln, deswegen ist er da nicht durchgekommen. Florentino bleibt da erstmal dran. Ah. Matthäus Kunja. Komm ja. Ja, komm. Den kann man echt selten vom Ball treffen. Ball trennen. So, Embolo startet. Ja, ein bisschen zu. Wird's jetzt gefährlich. Aber er kann sich da durchsetzen. Er setzt sich durch und jetzt wird's was werden. Holt wenigstens nochmal einen Eckball raus. Das ist das Beste, was er machen konnte. So, erster Pfosten, Cessegnon auf Embolo. Der kommt auch ran, aber Schwolo ist da. Und da hat sich ein Hertaner verletzt. Offenbar. Mal gucken, ob der Schiedsrichter spielt. Unterbricht? Nein, tut er nicht. Oh. Embolo! Der wäre, glaube ich, reingegangen. Aber da kann noch ein Hertaner blocken. Nochmal wieder. Erster Pfosten. Embolo wartet da. Aber Scholo hat ihn wieder. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Neuer Spielstand. Oh, Florentino, ja, Kunja ist wieder am Ball. Den kann man echt fast gar nicht vom Ball trennen. Aber Saliba macht das gut. Kein Foulspiel. Mbappé. Ah, Tonali, das erste Mal so ein schlampiger Ballverlust sieht man selten von ihm. Ja, Carsten steht gut, macht den schnellen Abschlag. Ah, doch nicht. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen.
So, Berlin hier mit Ballbesitz und Spielkontrolle auf jeden Fall. Und das ist der Ball. Ah, der Ball kommt wieder nicht durch. Ja, Berlin versucht es hier echt mit Ballbesitz und ruhigen Aufbau. Wieso kommen die Pässe jedes Mal nicht an? Ja, 1-0 Berlin. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Einwurf. Nun David Alaba. Matheus Cunha. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ey, was ist denn da los jetzt gerade? Rongier. Den Ball kann er abfangen. So ein Bolo. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Ah, wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch im Moment. David Alaba jetzt. Alaba? Andres Silva. Alaba spielt bei Hertha, alles klar. Rongier, guter Pass. Oh, toller Pass. Was hat Hertha bitte für einen Kader? Kader, meine ich. Arne Meyer, gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Ey, wohin passt du bitte, ehrlich? So, Sam Aua. Ah, Schiedsrichter pfeift ab. 1-0. Wir liegen das erste Mal in der Halbzeit zurück. Glaube ich, in dieser Saison. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Steigerung machen. Denn sonst gibt es das hier die erste Saisonniederlage. Und wir verlieren. Nee, sorry. Aua gefällt mir heute gar nicht. Der geht jetzt auch raus. Ja, Almada kommt rein. Plattenhardt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Er geht vorbei. Ja. Rodriguez. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Und jetzt wird's deutlich. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Jetzt wird's deutlich. Spielstand 2-0. Also wir scheinen das erste Spiel hier zu verlieren. Und ich renne da mal wieder kopflos einfach rein. Unsere Siegesserie scheint zu reißen. Was macht er draus? Arne Meyer. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Santiago Ascasiba. Andres Silva. Den Ball ist er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für die Tore. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Ich komme da gar nicht mehr an den Ball. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Das könnte eine richtig gute Partie werden, denke ich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da muss er hin und holt sich. Hertha gewinnt die ganze Zeit die zweiten Bälle. Die Pässe von mir passen gar nicht. Ja, das meine ich. Ich passe und er braucht hier Stunden, bis er abspielt. Für Dortmund. Neuer Spielstand damit also 3-0. 62 Minuten sind wir gespielt. Wohin passt du denn bitte? Oh, Alter. Was ist das? Nein, das will ich gar nicht. Ja, ich weiß gerade nicht. Lass mich jetzt erstmal so. Für diese Infos. Vorteil, spiel doch weiter. Ja, und das ist auch gut. Digga, wo ist das bitte? Das ist gefährlich. Es gibt Freistoß. Nein, du sollst nicht nach da.
überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Ja, wir haben nicht einen Schuss aufs Tor gebracht. Und wir verlieren hier das erste Spiel in der Liga gegen Berlin. Wir waren aber heute auch richtig schlecht. Es geht für sie gegen Leverkusen. So, ein Bono jetzt mal. Macht das gut. Ja, dann brauchen wir wieder hier zu lange. Das kann nicht sein. Die Chance auf den Konter. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Freistoßentscheidung, korrekt. Da passt er auf. So, jetzt vielleicht mal. Ich versuch's jetzt alleine mit dem Bono, ganz im Ernst. Wenn jetzt läuft auch keiner mit. Jetzt mal Adam Hoslek. Ja, den bekommt er auch. Schläg. Ah, geklärt. Ja, ein Bolo geht raus. Kurzer Pfosten. Pekalo versucht es hier nochmal. Schläg. Ah. Ja. Wir kommen heute nicht hin. Und das wird unsere erste Niederlage. Erneut so ein hervorragender Pass. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute. Klasse Passquote. Und jetzt die Chance. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Kommt jetzt die Flanke rein. Ja, wir sind schon wieder. Nochmal Eckball für Hertha, die heute klar besser waren als wir. Was mit uns los war, keine Ahnung, ehrlich. Ja, wir verlieren das erste Spiel. Und lassen Bayern wahrscheinlich wieder rankommen. Keine gute Partie von uns. Die erste Niederlage in der Saison. Auswärts bei Berlin. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns. Ja, das war eine tolle Serie. Unser Plan haben wir auch nicht eingehalten. Und sie waren auf jeden Fall das bessere Team. Ganz eindeutig, muss man so sagen. So, was hat das als Auswirkung auf die Tabelle? Ja, Bayern kommt natürlich wieder auf 2 Punkte ran. Jetzt haben wir in der nächsten Folge ein schweres Spiel gegen Leverkusen. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.